Wir sind heute hier bei der IBA Systemtechnik in Cottbus. Die Frage, wie werden wir uns in Zukunft aufstellen? Wie können wir Versorgungssicherheit abbilden, wenn es weltpolitisch vor allen Dingen immer kritischer wird? Wir haben die letzten 10, 15 Jahre so im Energiewendemodus viel Try and Error gemacht und dann immer festgestellt, noch zu teuer, noch zu anstrengend, zu kompliziert, zu was auch immer. Wir brauchen erstmal ein Planungstool. Ich brauche die Nähe zur Universität. Ich brauche die Nähe zu Industrieunternehmen. Wichtig ist für uns erstmal der Anspruch, eine Art Monitoring über eine Fläche, ein Land, ein Bundesland, eine Region oder auch nur eine kleine Stadt legen zu können. Also ich habe immer diesen erstmalig kommunalen Ansatz zu sagen, wie viel an Potenzial für Erzeugung und Verbrauch habe ich in der Fläche. Ich habe mich dann immer gewundert und gesagt, Mensch, als wir früher so SimCity gespielt haben, da wurde ein Bürgermeister danach bewertet, indem er gesagt hat, welche Energieressourcen haben wir denn hier mitten in der Stadt? Was haben wir im Umland? Welche Trassen stehen uns alles zur Verfügung? Ich habe mir dann immer vorgestellt, warum haben wir nicht so ein Planungstool? Wenn wir das Monitoring einmal angeschoben haben, dann kann ich doch mit Hilfe von Wissenschaftlern aus einer Universität, Helmholtz und Fraunhofer und wie die alle heißen, die können doch rechnen wie die Teufel. Die wissen ganz genau, wie Gradienten, wie gesagt, an Maschinen, an Speichern, an Netzen sich verhalten. Die können das rechnen. Man kann hier wunderbar einfach sich Gebäude rausziehen, man kann mal ein Kraftwerk rausziehen. Wenn ich sage, ich brauche in meiner Stadt mein Kraftwerk, was mir Strom liefert, und diesen Strom kann ich einfach hier zack dahin schalten und dann hat dieses Gebäude Strom. Und wenn man dann sich mal so eine Stadt dann auch wirklich anschaut, dann will ich ja, dass die einer Simulation erstmal gerechnet werden und man dann entscheidet, ist es sinnvoll, in der Nähe der Quartiere Kleinst-BHKWs, kleine GODs, kleine Wärmespeicher oder auch größere Wärmespeicher immer in Nähe der Erzeugereinheiten oder in der Nähe von den Verbrauchereinheiten zu platzieren? Wie muss so ein Verbraucher konstruiert sein? Und dazu macht man sich solche Simulationen auf und lässt die einfach mal rechnen. Wir haben regelmäßig auch Besuche von den Wirtschaftsministern und das Land Brandenburgs jetzt hier gehabt, die ganz interessiert gesagt haben, das hört sich gut an, das hat enormes Potenzial. Wir sind hier Energieregion Lausitz, wir sind Energiestadt Cottbus, wir sind Energieuniversität. Wir haben das Thema Energie quasi intravenös in uns aufgenommen. Wir würden der Welt gerne zeigen wollen, was alles möglich ist, wenn man in der Fläche Energie wirklich ordentlich spielt, und zwar systematisch durch Erneuerbare, konventionelle ablöst, aber für Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit in all seinen Formationen sorgen kann. Und dafür braucht es Expertensysteme. Sowas wird man hier in Cottbus uns eingenommen vorfinden. Und das wäre unsere tolle Referenz mit der Strahlkraft auch in internationale Märkte hinein, die wir hier als Cottbuser leisten könnten. Und das ist auch eine Stärke von Windnot, weil wenn da mehr Politiker drauf hören würden, regelmäßiger sich die Ergebnisse anschauen können, würden sie auch immer mehr verstehen, welches Riesenpotenzial diese Plattform in sich eigentlich auch hat. Wir müssen uns europäisch verbünden, wir müssen auf Europa spielen, müssen in ganz kleinen Zellen funktionieren und dann eine Strahlkraft haben in die großen, übergeordneten, komplexen Systeme. Und da müssen wir in diesem großen Energieverbundsystem, was wir hier in Europa haben, genau diese Mechanismen anwenden. Und nur so können wir uns in der Zukunft sauber aufstellen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass auch in 10 Jahren schon gute Ansätze und Referenzen dahingehend geschafft werden, dass es in Cottbus solche sogenannten Energieleitzentralen gibt, die aber mehr können als nur Energie, sondern die kritische Infrastruktur richtig gut und transparent abbilden.